Die Bürgermeister der drei Braunkohlereviere, sprich aus der Lausitz, dem mitteldeutschen Revier und dem rheinischen Revier, trafen sich daher am Montag zu ihrer zweiten Sitzung im Hohenmötzner Bürgerhaus, um die geplanten Maßnahmen zu bewerten und das zukünftige weitere Vorgehen abzustimmen. Die Konferenz der Bürgermeister aus den Braunkohlenrevieren begrüßt natürlich die Einigung, da sie nun endlich Planungssicherheit für Arbeitnehmer und Unternehmen bietet und eine direkte Kopplung des Kohleausstieges an ein verbindliches und noch zu ergänzendes Strukturstärkungsgesetz vorsieht. Die Entscheidung ist gefallen. Wie geht's jetzt weiter? Das ist eine gute Frage. Also zunächst möchte ich erstmal feststellen, dass wir mit dem Gipfel von letzter Woche natürlich ein Stück weit Planungssicherheit haben und auch Zuversicht und Optimismus ausstrahlen können, dass es zumindest erstmal gesichert ist, dass bis 2034 das Kraftwerk Schkopau am Netz bleibt und damit natürlich auch der Tagebau Profen-Schlehenhain, der maßgeblich für unsere Region ja natürlich auch entscheidend ist, in Betrieb bleibt, sodass wir als Kommunen ein Stück weit aufatmen können mit dem Kompromiss. Und heute geht es im Wesentlichen auch darum, wie wir als die betroffenen Kommunen in Gesamtdeutschland, also sprich dem Rheinland, der Lausitz und dem mitteldeutschen Revier, dieses Ergebnis für uns bewerten und welche Schlussfolgerungen daraus zu schließen sind, wo wir weiter ansetzen und wo wir uns auch weiter in diese Prozesse auch auf Ebene des Bundes einbringen können. Stelle ich dann trotzdem doch die Frage, die ist wahrscheinlich jetzt schwer zu beantworten. Die Menschen hier, die wollen eine Antwort. Verständlicherweise. Sicher, 36 ist noch ein Weilchen hin, aber trotz alledem, wie schnell kriegt man das jetzt hin? Also das war ja auch so ein Stück weit die Befürchtung, die wir als die betroffenen Bürgermeister hatten, dass mit dem frühzeitigen Ausstieg Kraftwerk Schkopau uns nicht die Zeit reichen wird, den Strukturwandel zu gestalten. Mit der Entscheidung 2034 gewinnen wir jetzt wieder 8 Jahre, um diesen Strukturwandel tatsächlich auch zu realisieren. Man muss nicht den Glauben haben, dass es uns gelingen wird, morgen neue Unternehmen für die Region zu gewinnen, sondern das wird ein Prozess sein, dass wir die infrastrukturellen Voraussetzungen schaffen, die Gewerbeflächen schaffen, sodass wir dann auch als attraktiver Standort werben können, um neue Industrien anzusiedeln, aber auch gleichzeitig mit dem jetzt vorhandenen Mittelstand diese Prozesse gestalten können. Und ich weiß aus vielen Gesprächen von unserem Mittelstand, da gibt es gute Ideen, die hier ansässigen Unternehmen weiterzuentwickeln. Das gilt es jetzt gemeinsam mit uns als Kommune auf den Weg zu bringen, sodass die Region attraktiv, liebens- und lebenswert bleibt. Ja, und wie sieht das Hohenmötzens Stadtoberhaupt? Na, jetzt geht die Arbeit erstmal richtig los. Also momentan ist ja nur ein Kompromiss zwischen der Bundesregierung und den Ministern der Braunkohleländer ausgehandelt worden. Das Gesetzgebungsverfahren, wo das dann auch alles manifestiert wird, die Bund-Länder-Verträge werden ja jetzt erst auf den Weg gebracht. Und insofern wäre das der nächste wichtige Schritt, dass das, was man vereinbart hat, auch in Gesetzesform gegossen wird, zum einen. Und dann beginnt die große Aufgabe zu schauen, wie werden wir mit den Geldern, die zur Verfügung stehen, die richtigen Maßnahmen machen. Und da haben wir richtig viel Arbeit vor uns. So schnell, ich habe vorhin schon gefragt, so schnell lässt sich es doch gar nicht umsetzen. Ihr braucht ja Zeit. Aber die Leute draußen, ich meine sicher, 36 ist noch ein Stück weit hin. Aber diese Unsicherheit, und so schnell kriegt man doch keine Unternehmen jetzt hierher, oder? Naja, das ist ja auch einer der wichtigen Kritikpunkte, den wir haben, dass für die Unternehmensförderung, also Anreize für Unternehmen, hier Arbeitsplätze zu schaffen oder zu sichern, überhaupt kein Platz bislang im Gesetz ist. Also es wäre wichtig, in den kommenden Wochen und Monaten überhaupt das Strukturstärkungsgesetz so auf den Weg zu bringen, dass man finanzielle Anreize für Ansiedlungen im Revier schafft, also Punkt 1. Und natürlich haben wir in Deutschland enorm lange Planungszeiten. Wir bauen jetzt gerade aktuell eine Straße. Da haben wir 2012 das erste Mal eine Machbarkeitsstudie zugemacht und werden 2021, Ende 2021 über diese Straße fahren. Das sind 10 Jahre, die dann vergangen sein werden. Und wenn man jetzt mal 10 Jahre weiter denkt, dann sind wir schon 4 Jahre vor dem Abschalttermin des Kraftwerks Schkopaus und dem Ende des Braunkohlebergbaus hier. Und das ist wirklich ein sehr kurzer Zeitpunkt. Deswegen Ärmel hochkrempeln und auf geht's. Er sprach es ja bereits an. Die Beantragung ist das eine. Aber bis man die finanziellen Mittel letztendlich in der Hand hat, vergeht ja viel zu viel Zeit. Und auch das ist hinlänglich bekannt. Also dass diese Planungszeiträume, auch die Bearbeitung von Fördermittelanträgen, die müssen massiv verkürzt werden. Sonst kann man da zu den 14 Milliarden, die für die Länder zur Verfügung stehen, noch 24 Milliarden draus machen. Wenn wir da nicht Beschleunigungsgesetze haben, Planungsvereinfachungen, wird uns das in dem Zeitraum nicht gelingen.
Ebenso zum einen erleichtert sie das die Bürgermeisterin von Spremberg. Sie macht sich ja für das Lausitzer Revier stark. Für das Lausitzer Revier bedeutet das, dass hier in Schwalde noch schneller abgeschaltet wird, als wir befürchtet hatten. Auch Boxberg ging einige Blöcke schon Anfang der 30er Jahre raus. Schwarze Pumpe und zwei Blöcke in Boxberg dürfen nach jetzigem Stand bis 2038 weiterlaufen. Für Schkopau, was ja nun auch weiter betrieben werden kann, können wir das also voll nachvollziehen, dass das eine Erleichterung für die Region ist. Allerdings ist auch das erstmal nur gekaufte Zeit, weil die Herausforderung steht ja trotzdem. Damit ist ja der eigentliche Ausstieg nicht vom Tisch. Aber wir sind froh darüber, gemeinsam mit unseren Kollegen hier aus dem Mitteldeutschen Revier, dass dieser Super-GAU abgewendet werden konnte. Wie sieht das die Bevölkerung bei Ihnen? Es ist ein paar Jahre hin, aber die sind schnell weg. So viel Zeit bleibt nicht. Was ist angedacht? Also es kommt natürlich darauf an, dass gerade im Strukturstärkungsgesetz, was ja so wichtig für uns ist, weil da wird ja festgeschrieben, wie kann man diesen ganzen Strukturwandel bewältigen, finanziell, aber vor allen Dingen auch praktisch. Das ist ganz wichtig, dass da jetzt Verbindlichkeit reinkommt, damit die Menschen auch sehen, es wird angefangen. Die pausenlose Ankündigung von neuen Instituten ist keine Antwort auf die drängenden Fragen der Bevölkerung, gerade hinsichtlich der Schaffung von neuen Industriearbeitsplätzen. Und das fehlt. Vor allen Dingen fehlen die Instrumente dafür, die Sonderabschreibung, die Investitionszulage, das europäische Beihilferecht hinsichtlich der kleinen und mittelständischen Unternehmen ist unser Wunsch, dass man sich das anschaut. Und die Bevölkerung hat ein hohes Wissen, was das betrifft, hat hohe Erwartungen. Und da ist die Regierung, die ist gefordert, dort jetzt Verbindlichkeit reinzubringen. Nicht nur die Regierung, sondern vor allen Dingen auch das Parlament. Es hängt ja jetzt auch im Bundestag. Ich habe es vorhin gerade schon mal gefragt. Und Sie haben es auch gesagt, es darf nicht mehr so lange dauern, wenn man Fördermittel beantragt oder gerade jetzt hier im Bezug. Das ist Deutschland. Bürokratie, das geht gar nicht. Also ich war auch in der Kommission, von daher ist mir klar, dass bis zum Jahr 2021 erstmal nur Mittel aus dem sogenannten Sonderfonds fließen können. Eher ist es gar nicht möglich, die Mittel aus dem Strukturförderprogramm zur Verfügung zu stellen. Aber Sie sagen es zu Recht, es dauert immer alles ewig lange, ehe die Verfahren geklärt sind. Und vor allen Dingen muss das Ganze auch noch mit der EU verhandelt werden, damit Deutschland diese Mittel überhaupt zur Auszahlung bringen kann. Und natürlich ist es so, dass Geld alleine erstmal nicht viel hilft. Das ist eine kurze Zeit, das sind jetzt noch 18 Jahre, sind keine 20 Jahre mehr, noch 18 Jahre. Und wir brauchen dringend auch eine Beschleunigung für die Planung und für die Genehmigung. Das sind aber Sachen, die muss die Regierung auf den Weg bringen. Ich glaube, die Reviere sind bereit. Es gibt genügend Ideen. Wir verweigern uns ja auch nicht grundsätzlich diesem Wandel. Aber wir verweigern uns, dass es ein einfaches Abschalten gibt, ohne den Revieren echte Zukunftschancen zu ermöglichen. Und alleine eine Zahl von Milliarden garantieren noch nicht, dass da wirklich eine Zukunft gebaut werden kann. Darum geht es uns. Es ist die zweite Sitzung, die heute hier stattfindet. Wie wichtig ist das Ganze für Sie? Eigentlich ist es schon die dritte. Wir haben uns das erste Mal bei mir in Spremberg getroffen. Dann haben wir uns alle in Berlin getroffen bei der großen Demo, waren auch gemeinsam bei Peter Altmaier, sodass es eigentlich unser drittes Treffen hier ist. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Bürgermeister der Reviere hier zusammenstehen, dass es kein Teilen gibt. Denn wir sind auch alle mit den gleichen Problemen konfrontiert. Wir jeder etwas anderen Facetten, aber es geht uns allen darum, Sicherheit für die jetzt noch Beschäftigten in der Kohleindustrie zu bekommen. Es geht uns darum, neue Arbeitsplätze zu entwickeln. Und wir sind ja alle massiv davon betroffen, dass rund um Kohlegruben halt die Infrastruktur nicht so gut entwickelt ist. Und als wir heute hierher gefahren sind, haben wir auch gesehen, da gibt es auch bei Ihnen noch viel zu tun. Wie gesagt, es gibt viele Projekte. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass die Bürgermeister aus den Revieren zusammenstehen. Das ist auch ein Signal an den Bund. Fazit:
Es gibt noch viele Steine aus dem Weg zu räumen. Vielleicht sogar Felsbrocken.